feiern. Gut, wir machen weiter im Science Slam. Heute Abend hier, den ganzen weiten Weg, der Slammer mit der Startnummer 3 aus Paderborn. Das ist der Brunnen, aus dem die Pader entspringt, die Quelle sozusagen. Wir rufen euch auch zu Papier auf. Komm hier hoch, Christoph Vogelsang mit kräftiger musikalischer Unterstützung. Ja, vielen Dank. Ich spreche heute über das Thema, was man lernen muss zu wissen, um zu können, was man tun soll. Ich sehe schon, ihr versteht das. Es geht um meine Doktorarbeit, die trägt folgenden Titel. Handlungsvalidierung von Tests zur Messung professioneller Kompetenz von angehenden Physiklehrkräften. Das ist auch vollkommen logisch. Man kann das aber auch kurz zusammenfassen, indem man fragt, was bringt die ganze Studiererei? Damit ihr ein bisschen wisst, was euch erwartet, habe ich euch mal ein Zitat mitgebracht aus der studentischen Veranstaltungsevolution einer meiner Vorlesungen, also wo die Studenten so Zettel ausfüllen. Ich fand das auch sehr... Ich hoffe, euch geht es nicht so. Wir haben nämlich nur 10 Minuten, die wie eine Ewigkeit sein können. Ich erkläre mal kurz, bevor ich darüber rede, was ich meiner Doktorarbeit mache, was denn eigentlich so ein Mensch macht, der sich mit Didaktik beschäftigt. Ich beschäftige mich natürlich mit der schönsten Sache der Welt, mit Physik. Genau. Wer mag Physik nicht? Ah, jetzt traut sich wieder keiner. Ich beschäftige mich dabei aber auch insbesondere mit Physikunterricht. Und wir möchten eben gerne verändern, dass das nicht so schlimm wird. Und womit ich mich speziell beschäftigt habe, mit dieser vom Aussterben bedrohten Art, den Physiklehrern und Lehrerinnen. Also das ist die offizielle Stellenbeschreibung, was ich wirklich so mache. Ich habe natürlich viele Besprechungen mit Kollegen, mache Experimente und schreibe an meiner Doktorarbeit sehr engagiert. Um ein bisschen zu erklären, womit ich mich beschäftigt habe, müssen wir uns einmal die Frage stellen, wie denn Lehrer in Deutschland überhaupt gemacht werden. Die funktionieren nämlich in allen Bundesländern nach demselben Prinzip. Man nimmt junge, hochmotivierte Studentinnen oder Studenten, steckt die in ein Lehrerausbildungssystem, das ist natürlich hocheffektiv, und am Ende kommen hochmotivierte Lehrerinnen und Lehrer raus. So funktioniert das. Ihr werdet euch sicherlich die Frage stellen, das Spannende ist jetzt das, ach so, was danach passiert, die Leute werden in die Schule gesteckt, da steckt man dann junge Schülerinnen und Schüler rein, da kommen wieder hochmotivierte Leute raus, die steckt man dann später dahin. Und solange genug kleine Leute nachkommen, solange genug von diesen kleinen Leuten nachkommen, funktioniert das ganz super. Der spannende Teil funktioniert natürlich in der Mitte. Die Mitte besteht aus zwei Teilen. Man hat ein Studium an einer Hochschule, einer Universität oder einer pädagogischen Hochschule. Da absolviert man den ersten Teil seiner Ausbildung und der zweite Teil wird an sogenannten Studienseminaren ausgeführt. Das linke ist sozusagen der theoretische Teil, das rechte ist der praktische Teil. In der Theorie funktioniert das so. In der Universität erwirbt man Wissen. Man soll natürlich über seine Fächer Bescheid wissen. Man soll ein bisschen Bescheid wissen, wie man das Leuten richtig beibringt. Also fachdidaktisches Wissen erwerben und man soll pädagogisches Wissen erwerben. Und das Ganze soll man dann später benutzen. So funktioniert das und alle sind zufrieden. Okay, also es sind natürlich nicht alle zufrieden. Also die Lehrer sind nicht zufrieden, die Politik ist nicht zufrieden, die Eltern, die Schüler, die Studenten sind sehr unzufrieden. Und eigentlich funktioniert es nicht so wirklich gut. Und das hat folgenden Grund. Denn eigentlich weiß keiner so richtig, was muss man denn überhaupt wissen, damit man ein guter Lehrer werden kann. Also was muss man denn wissen, damit man später was kann. Also damit man später auch unterrichten kann. Und diesen Zusammenhang, da weiß keiner so richtig Bescheid, wie das so ist, was man so erwerben soll. Die Lehrerausbildung in Deutschland funktioniert heute nach dem sogenannten Star Trek-Prinzip. Also die jungen angehenden Lehrkräfte werden in eine Art Sternenflottenakademie gesteckt und kommen dann später auf die Raumschiffe und da dürfen sie dann selber fliegen. Also man geht erst in die Universität, später ein Studienseminar. Es gibt aber auch Leute, die sagen, so funktioniert das nicht, so macht man keine guten Lehrer. Gute Lehrer, die bräuchten eigentlich viel mehr Praxis, die müssten direkt in die Schulen gehen, die brauchen einfach einen guten Mentor,
der bringt ihnen das schon bei. Das könnte man das Star-Wars-Prinzip nennen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, vergesst diesen ganzen Quatsch mit der Ausbildung, ob man Lehrer ist oder nicht, dazu ist man geboren. Entweder man kann das oder man kann das nicht. Das ist das MacGyver-Modell der Lehrerausbildung. Und dann gibt es noch ganz viele andere Meinungen, wie man es am besten macht. Manche sagen, steckt die einfach nur in so eine kleine Gruppe, die bringen sich das gegenseitig bei und dann funktioniert das alles ganz gut. Und warum es so viele verschiedene Meinungen darin gibt, das liegt daran, dass man eben nicht weiß, was muss man denn wissen, um ein guter Lehrer und eine gute Lehrerin zu sein und um dann zu können, also um guten Unterricht zu machen. Und damit habe ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt, natürlich mit Physiklehrkräften, sinnigerweise. Dazu muss man natürlich herauskriegen, was wissen Leute und was können Leute. Man könnte die Leute zum Beispiel fragen, ich habe davon gehört, wie man Schülern den Energiebegriff erklären kann. Dann kreuzt man an. Ihr merkt schon, das ist nicht so eine sehr präzise Frage. Man könnte die Frage auch umformulieren. Ein paar Lücken lassen. Man kann auch sowas fragen. Ihr lacht jetzt darüber. Das auch zu Recht, aber es gibt in der Tat solche Tests, die man Leuten gibt, die den dann ausführen, um rauszukriegen, wie kompetent sind die denn. Also das gibt es wirklich, natürlich jetzt nicht so stümperhaft oder so, aber sowas gibt es wirklich. Wir haben uns dann in Paderborn die Frage gestellt, nee, da brauchen wir irgendwie so einen objektiveren Test, also da muss man Leuten Fragen stellen zur Physik, zur Pädagogik und so weiter und so fort. Ein großes Problem an solchen Tests ist nämlich, die sind subjektiv verzerrt. Ich habe auch mal ein Beispiel mitgebracht für seinen subjektiven Verzerrungseffekt. Vielleicht kennt einer von euch den Dunning-Kruger-Effekt. Wer kennt ihn? Ja, wer kennt ihn nicht? Jeder kennt ihn. Der sagt einfach nur aus, dass wenig kompetente Individuen dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Ich habe ein Beispiel dafür mitgebracht. Wir haben es vorhin schon gesehen. Ja, er hat so gesagt, Vorwurf wäre Plagiat und so weiter mit Quellenangabe. Also wir brauchen etwas Objektiveres. Irgendwelche Tests, die man machen kann, um rauszukriegen, was wissen Leute denn wirklich. Und damit habe ich mich beschäftigt, beziehungsweise der Test für das Wissen, den gibt es schon, den hat ein Kollege von mir gemacht. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie kann man messen, ob Unterricht gut ist oder nicht, besonders Physikunterricht. Dazu muss man sich Unterricht natürlich angucken. Das zentrale Problem ist dabei immer, wonach fragt man denn? Worauf guckt man denn so im Unterricht, um zu entscheiden, ob das gut ist? Das Ganze ist ein bisschen problematisch, denn es gibt einen ganzen Haufen Faktoren, die zusammenwirken. Man sieht so den Kontext, da die Lernpotenziale von den Schülern und so weiter. Merkt euch einfach nur, das ist furchtbar kompliziert. Da gibt es ganz viele Variablen, die man kontrollieren muss und so weiter. Das habe ich natürlich alles versucht. Das geht aber nicht so gut. Was ich jetzt konkret gemacht habe, ich habe mir Physikreferendarinnen und Referendare angeguckt oder eben Lehrkräfte an der Uni, die im Praktikum sind. Ich habe eben die mit so Tests konfrontiert, wo man dann geguckt hat, was wissen die denn im Fachwissen, wissen die eher viel, wenig, auf welchem Niveau, auch im fachdidaktischen Bereich. Und ich habe den Unterricht videografiert, also ich habe da zwei Kameras reingestellt und das dann gefilmt. Und am Ende habe ich alles zusammengebracht und wild gerechnet. Also habe das quantisiert sozusagen, um zu schauen, gibt es da einen Zusammenhang mit Statistik. Und ich habe dann mal geguckt, was bringt denn das Ganze so in diesen verschiedenen Wissensbereichen, die man an der Universität erlernt. Ich habe das Ergebnis mal in der international erkannten Daumenskala dargestellt. Ja, wenn man viel Fachwissen hat, macht man dann auch besseren Unterricht. Ja, ja. Wenn man viel fachdidaktisches Wissen hat, macht man dann den besseren Unterricht. Ja, ja. Und wie sieht es bei den pädagogischen aus? Ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich berauschend. Ja, als ich das Ergebnis gesehen habe, war ich etwas enttäuscht. Aber ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, woran liegt das? Ich habe unter anderem die Leute interviewt, um zu schauen, woran richten die denn überhaupt ihre Entscheidung aus. Und ich habe ein paar Vermutungen, woran das liegen kann, dass man mit dem, was man so weiß und dem, was man macht, dass es da keine großen Zusammenhänge gibt. Zum Ersten, es gibt im Lehrerberuf ganz viel Möglichkeit, um schlechtes Wissen, was man hat, zu kompensieren. Also wenn man ein gutes Schulbuch hat, braucht man selber nicht so viel Wissen. Zum Beispiel. Andere
sein. Es kann natürlich sein, Leute, die sich so filmen lassen, ihren Unterricht, das sind sowieso die, die von sich schon eher denken, ja, ich kann das gut. Und die Leute, die es nicht können, die filmt man natürlich nicht, weil die freiwillig nicht mitmachen würden. Das heißt, also es könnte durchaus sein, dass ich im Bereich irrelevanter Varianz gemessen habe, so will man es ausdrücken. Oder der letzte Grund liegt eher auf theoretischer Ebene. Vielleicht ist es wirklich so, dass man Lehrer eher so wie Yoda ausbilden sollte und weniger wie, naja, Star Trek. Das Problem dabei ist, wir machen das ja in der Uni und das ist mein Job, den ich da mache. Und wenn er jetzt rauskommt, das bringt so nichts. Mache ich halt weiter Besprechungen, Experimente und schreibe meine Arbeit. Und vielen Dank.